kleinste befahrbare Brücke der Welt oder was gibt's da? Der gelbe hier unten. Na, wo du mit Firma 4 hinkommst. Oh, cool, sowas gibt's auch. Warum haben wir nicht schon längst mal danach geguckt? So, einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind schon ein Stück wach, haben schon gefrühstückt, abgewaschen. Also zumindest ein Teil abgewaschen, nicht alles. Ja, zum Frühstück gab es einfach Brot und für den Kerl gab es noch einen Joghurt, weil er schon vorher ein bisschen Hunger hatte. Dann hat er erst den Joghurt gegessen, dann noch ein Brot. Genau, wie ihr vielleicht sehen könnt, oder auch nicht, weil es einfach so blendet, es ist richtig schön sonnig, aber trotzdem ziemlich kühl, weil wir an sich im Schatten stehen. Gestern Abend haben wir nicht mehr wirklich was gefilmt, außer unser Abendessen mit dem Handy, glaube ich. Wie sehe ich denn auch aus? Ja, haben nicht wirklich was gefilmt, weil die Speicherkarten alle voll waren von den Kameras. Und, also, nein, nicht von den Kameras, sondern von der einen Kamera waren alle Speicherkarten voll. Und deswegen haben wir nicht wirklich was gefilmt. Aber Hanna macht gerade die Karten alle leer. Eine ist schon leer, deswegen filme ich jetzt schon. Und genau, dann filmen wir heute auch wieder noch mehr und weiterhin ganz viel für euch. Nicht wundern, ich schaue hier gerade nur nach unserem Rost am Fensterrahmen, im Scheibenrahmen, aber ja, da müsste man vielleicht mal was gegen tun. Aber nicht jetzt, sondern nach dem Urlaub. Genau, wir haben gerade vorhin festgestellt, dass kühle Flüssigkeit ein bisschen wenig ist. Vielleicht werden wir da uns nachher mal noch einen kleinen Schluck destilliertes Wasser organisieren. Frostschutz werden wir jetzt nicht brauchen, so kalt wird es glaube ich nicht. Aber werden wir dann spätestens zu Hause wieder nachfüllen. Oder nachfüllen lassen, mal gucken. Weil der muss eh eigentlich zum Service. Genau, was wollte ich noch sagen? Ja, heute werden wir so mal noch uns in Richtung Strand bewegen vielleicht und mal ein Stück Strand aufsuchen. Mal ans Wasser ran. Vielleicht, wenn es an sich draußen richtig warm wird, mit den Füßen noch mal ins Wasser. Aber das weiß ich noch nicht genau. Ja, wir haben hier einen ganz großen, coolen Schlafplatz heute Nacht für uns gehabt. War voll entspannt, voll ruhig. Man hat ab und zu ein paar Hundebellen gehört, weil da unten noch, also da unten irgendwo noch wie so ein kleines Dorf ist oder so, oder der Rest von der Stadt, oder ich weiß es auch nicht genau. Ja, oh, hier hat man voll den schönen Ausblick. Ich glaube, ich werde nachher mir mal die Drohne schnappen. Ja, ich glaube, das mache ich. Thank you.
sind gerade an der Tankstelle, ihr seht es ja wahrscheinlich. Und hier war gerade ein Tankwart, also der hat uns betankt, voll lustig. Und dann hat Philipp so überlegt, wie macht man das, weil bei uns haben wir das noch nie gesehen. Und dann hat Philipp überlegt, ob er den sozusagen zum Dank 2 Euro gibt oder so. Und dann ist der aber weggegangen und zusätzlich hat auch noch die Tanksäule gesprochen. Als der diese Pistole da rausgenommen hat, hat die ach Karl Süß, wem winkst du denn? Hat die Zapfsäule angesagt, hier Diesel, bla bla bla. Und dann als es fertig war mit Tanken, hat die Zapfsäule gesagt, irgendwie Gracias oder sowas. Und Philipp wollte halt dem Tankwart 2 Euro geben und Gracias sagen. Aber der Tankwart ist direkt verschwunden, als er fertig war mit Betanken. Und so konnte Philipp ihm weder das Geld geben noch Danke sagen, aber dafür hat die Zapfsäule Danke gesagt. Und noch was, wir suchen jetzt, ich hoffe, Philipp kriegt das jetzt, destilliertes Wasser. Und, ach süß. Karl winkt ihm. Und zwar ist unsere Kühlerflüssigkeit sehr gering, also der Stand. Wir haben gestern so am Berg geparkt, also mit dem Motor nach vorne. Und dann ist das alles so zusammengelaufen, dass am Kühlflüssigkeitsfühler sozusagen, wo Temperatur und Menge gefühlt wird, gar keine Kühlflüssigkeit mehr war. Das heißt, beim Anmachen hat der geblinkt und gepiept und so. Dann, als wieder alles zurückgelaufen war, wir wieder gerade waren, war es wieder gut. Aber wir haben halt dann heute früh mal geguckt, es ist knapp unter Minimum. Und wir füllen das jetzt mit ein bisschen destilliertem Wasser auf. Einfach aus dem Grund, also nicht jetzt sofort, sondern wenn wir nachher ein Stückchen gefahren sind und der kühl ist. Okay, Philipp hat jetzt ein bisschen, wie viele Liter sind das? 5, glaube ich. Ich glaube, die gibt es nur in 5 Liter. Und ist das Gebinde. Destilliertes Wasser? Agua Destilado, Lada. Destilado. Lada haben wir auch noch einen kleinen Preis. 13 Euro hat das jetzt gekostet. Ja, ist doch okay. Und ist kein AdBlue? Nein. Hier für dich ein Brief. Nur so freundlich, hat sich ganz. Er hat sich bedankt, hat sich verabschiedet und konnte nicht antworten. Der Tankwart? Ja, eher. Sie beide. Wie ihr gesehen habt, waren wir gerade am Strand. Der ist da hinten. Karl war mit den Füßen im Wasser und im Sand. Dann waren da so Hunde, da hat er sich super gefreut. Das war so süß. Hat wieder ganz viel Sand gegessen, wie in der Wüste auch. Ja, aber es ist ja nicht giftig oder so. Und wir haben das natürlich auch ein bisschen eingeschränkt. So, und während wir noch darauf warten, dass unsere Kühlflüssigkeit kühl wird, gehen wir jetzt eben nochmal hier in so einen Supermarkt. Also den es halt nur hier gibt oder vielleicht noch in Portugal, was weiß ich. Und holen uns was zum Mittag. Wir sind wieder im Auto und es gibt gleich was zu essen, beziehungsweise es gibt schon, also ich esse hier Salat. Alle essen außer ich. Und der Karl, der mag keinen grünen Salat, der isst gerade hier alle meine Salat-Toppings. Also das Fleisch kann er gerne komplett essen, da habe ich jetzt auch nicht so den Appetit drauf. Auf jeden Fall isst er halt den Käse und das Brot. Philipp hat auch noch einen Salat. Kannst ja auch dem Karl die Toppings anbieten. Ich habe deswegen mitgenommen. Genau, wir haben unterwegs noch ganz. Guck mal auf einen Hund. Ganz tolle Tortilla-Chips mit Avocado gefunden und hier unten noch ein bisschen was eingekauft. Das können wir euch aber heute Abend zeigen. Hallo. Wenn wir das dann zum Kochen verwenden. Genau, ach so, ein Sushi haben wir uns noch mitgenommen. Und wir hoffen jetzt, dass dann gleich nach dem Essen die Kühlerflüssigkeit dann aufgefüllt werden kann und wir dann weiterfahren können. Also heute war bis jetzt sehr entspannt. Wir sind noch nicht allzu weit gekommen, aber darum geht es uns ja jetzt auch nicht mehr. Wir sind ja in Spanien und wir waren am Strand. Und ja, soll ich das aufmachen? Okay. Genau, wir essen jetzt erstmal. Solche weißen Berge, kleine Häufen, also im Vergleich zu echten Bergen. Auf jeden Fall fahren wir.
Bad Salzberge. Das sieht echt cool aus. Ja, haben wir auch noch nie so in echt gesehen. Genau, also noch was für die Bildung getan. Seid jetzt gleich live dabei, nochmal von außen. Ja, wie ich das Ganze filme. Boah, das ist so krass. Es ist einfach nur so steil. So. Dann bleibe ich jetzt mal hier stehen. Hoffe, dass Philipp mich nicht überfährt. Okay. So. Warte, jetzt muss ich hinterher rennen. Boah, ist das steil. Okay. Ich bin natürlich auf der falschen Seite, ne? So. Jetzt erstmal Bilder angucken. Blende ich euch jetzt ein, falls das was geworden ist. Okay, folgender Stand der Tatsachen. Karl hat jetzt das Licht gerade ausgemacht. Kai, kannst du bitte das Licht wieder anmachen? Ja? Auch anlassen, ja? Wir sind jetzt an unserem Stellplatz und hier steht keiner mehr. Also dieser eine Reisebus stand noch, aber ansonsten steht keiner mehr. Und wir sind uns jetzt gerade echt unsicher, ob die Leute einfach verscheucht wurden, sozusagen von der Polizei. Und deswegen nicht mehr hier sind. Ja, ich suche jetzt nochmal nach einem Alternativplatz. Tut mir leid, dass ihr mich immer nicht seht. Der Karl macht immer wieder das Licht aus. Mal gucken. Wenn wir nochmal umparken, dann zeigen wir euch das. So, und tatsächlich haben wir jetzt nochmal den Schlafplatz gewechselt. Und wieder nicht im Hellen gesehen vorher. Ja, tatsächlich. Also vielleicht liegt es auch einfach daran, dass wir den Schlafplatz vorher im Hellen gesehen haben. Eben. Auf jeden Fall stehen wir jetzt eine Viertelstunde entfernt von da, wo wir halt waren. Also wir sind jetzt... Kann ich euch auf der Karte zeigen? Wir sind jetzt hier am Baum. Wir waren vorher... Hier am Baum, glaube ich. Ja, der gelbe hier unten. Na, wo du mit Firmapien kommst. Oh, cool, sowas gibt's auch. Warum haben wir nicht schon nichts mehr danach geguckt? Hey, na, weil dann wirklich da steht, du brauchst 4x4. Und da welche gesagt haben, hier mit einem T5 oder so sind sie aufgesessen oder nicht ausreichend bodenfrei. Und das muss jetzt nicht unbedingt getestet werden. Kannst du Gardinen runter machen? Auf jeden Fall haben wir jetzt halt, wie gesagt, unseren Schlafplatz. Wir werden jetzt Abendbrot machen. Was wir machen, habe ich ja gesagt, zeige ich euch, beziehungsweise was wir eingekauft haben. Und dann dementsprechend auch, was wir daraus machen. Am besten geht der Karl mal ins Bett.
Ja, der Kali. Und packt hier seine Spielzeugkiste mal aus. So, also. Wir haben... Fanta. Sprite meine ich. Ich zeige, was wir eingekauft haben, woraus wir Abendbrot machen. Das auch fürs Abend. Kleine Tortillas, die in unsere Pfanne passen. Das heißt, wir erwärmen die in der Pfanne. Wir haben Reibekäse. Wir haben Tomaten. Immer wieder geht dieses Ding hier auf. Zu. Wir haben Käsesoße. Wir haben Salami, natürlich auch viermal einzeln verpackt. Wir haben Ziegenkäse. Und den Mais hatten wir ja eh schon da. Genau. Das machen wir jetzt so rein. Und ansonsten, wir haben ja noch vegane Mayonnaise mit zum Beispiel. Ja. Genau, also nur, damit ihr Bescheid wisst, es gibt gefüllte Tortillas, kleine Mini-Tortillas sozusagen. Und ja, da werden wir uns jetzt erstmal dran machen. Das fertige Ergebnis präsentieren wir euch natürlich sehr gerne. Und wir sind gespannt, wie es schmeckt auf spanischem Boden. So, Karl ist neugierig. Hi. Hält die Mami den Karl eventuell? Unseren kleinen Neugierigen? Auf jeden Fall. Mache ich gerade unser Essen warm. Wir essen Tortillas, Tacos, was auch immer. Okay. Und wir machen die in der Pfanne warm. Einfach nur warm, oder? Oder müsstest du ein bisschen anrollen? Nee, nur warm. Und wenn die so knusprig, dann kannst du die nicht mehr rollen und dann zerbricht das der Mist. Wenn ihr die Füllungen sehen wollt, könnt ihr jetzt mal hier gucken. Also, ich wollte gerade sagen, das können sie wollen, wie sie wollen. Ich habe euch ja schon ein bisschen was gezeigt und das jetzt alles hier noch klein geschnitten und aufgemacht hier. Tomatenmark habe ich noch gefunden. Genau, also recht vielseitig dafür, dass wir hier in der Pampa im Bus leben. Schon war? Ja, warte. Offen und den von Karl in schon zusammengerollt und klein geschnitten. Und meinen unfertig. Genau. Wir machen jetzt hier ein bisschen Platz auf dem Bett. Philipp hat sich den Käse in der Pfanne noch mit draufgelegt und wir lassen es uns jetzt schmecken. Ja, ist ja nicht schlimm. Wir machen bestimmt dann nochmal welche. Also Karl ist Bett fertig. Ja, wir sind satt, wir haben gegessen. Genau. Wir machen uns jetzt mal Bett fertig. Richten unser Bett so ein, dass wir gemütlich schlafen können und werden uns dann langsam mal zur Ruhe begeben und wünschen euch eine gute Nacht. Und morgen geht es noch für uns weiter Richtung, ich habe schon vergessen, auf jeden Fall sind unsere letzten Ziele hier an der Küste, erreichen wir morgen und danach sollten wir uns auch von so vom zeitlichen her langsam wieder Richtung Landesinneres, Grenze, was auch immer begeben. Wir werden wahrscheinlich dann Silvester auch im Landesinneren irgendwo verbringen. Vielleicht schaffen wir es ja nochmal in Richtung Wüste oder so, irgendwo, wo es in die Nähe von da, wo wir schon mal waren. Aber oder nicht so. Dasselbe nochmal angucken. Nee, also das nicht. Aber vielleicht gibt es da ja noch mehr Wüste auf so einer anderen Stelle. Aber wir werden sehen. Heute ist der 28. Wir haben auch noch ein bisschen Zeit, also von daher, die Hälfte ist jetzt leider schon um und wir haben auch schon 60 GB Videomaterial, allein mit der kleinen Kamera gefilmt, wo viel auch Zeitraffer sind und so, ne? Aber die Hälfte des Urlaubs ist leider um, aber es war bis jetzt wunderschön und es wird auf jeden Fall noch echt cool, hoffe ich einfach. Und du musst ihn nicht festhalten, ich habe ihn. Gut. Und ja, dann wünschen wir euch erstmal eine gute Nacht.